Alles kann niemals eine Primärwaffe sein. Ich meine, what the fuck einfach nur, ne? Aber okay. Vielleicht schaffen wir das jetzt. Ja, vielleicht. Ich meine. Ich hab ihn! Wir umstellen das Gebiet. Wow, was? Willst du mich verarschen? Willst du mich verarschen? Wir umstellen das Gebiet. Sind gleich bereit zum Zugriff. Wie gleich bereit? Ich bin hier drinnen und bin am Kämpfen. Eingangstür in Position. Alles bereit. Wir können anklopfen. Weißt du, wenn es dann fast zu spät ist, dann wollen sie wieder kommen. Na, ist ja klar. Ja, wir sind draußen. Nee, nicht ganz. Habt ihr Deal angenommen? Es gehört alles dir und Stoddard. Ich bin raus. Nimm das Ding runter. Dann reden wir über Stoddard, den Deal, was immer du willst. Verdammt, was wollte das Stoddard? Habt ihr wohl das Leben gerettet, Mendoza? Er wollte sich ergeben. Lass mein Partner. Für mich sah das gefährlich aus. Klar. Gefährlich, weil er über deinen Deal reden wollte. Vergiss es nicht. Scheißfertig. Nein, ich bin neugierig. Hat Nels irgendwas Interessantes gesagt, Nick? Wir können gehen. Hör auf deine Partnerin. Ist ein schlaues Mädchen. Hier, bevor die Spurensicherung kommt. Ich glaub's nicht. Für dich, Nick. Hast einen echt guten Job gemacht. Schlaues Mädchen. Ich hab's verstanden. Oh Mann. Deal? Was für ein Deal? Ja, wir starten die nächste Episode. Und, ja, wie gesagt, es geht jetzt zu Episode 4. Und eins steht fest, Detective Carl Stoddard hat Dreck am Stecken. Aber wer noch mit von der Party ist und Rückendeckung gibt, ist noch unklar. Also, das ist, bis jetzt noch nicht so toll. Na, noch nicht so toll. Ich meine, wenn er da wirklich Dreck am Stecken hat, wird heftig. Naja, da sind wir uns in der Beurteilung der Fakten nicht einig. Nein, ich verstehe. Danke für das Gespräch. Das war Richterin Naomi Kushner. Und was halten wir von Richterin Naomi Kushner? Liberale Ziege. Die Richterin will mir keinen Durchsuchungsbefehl für Nels Kollegen geben. Und sie hat ja recht. Im Krieg herrschen andere Regeln. Captain Darcy. Mendoza. Wir drei sind der Stammesrat. Und ich weiß, dass wir Probleme mit einem Mitglied unseres Stammes haben. Er wollte das Geld nicht. Das war ein Test. Na, wir mussten doch wissen, ob man dir trauen kann. Deine Partnerin hat von Anfang an gesagt, dass man das könnte. Gut. Okay, also Nels hat etwas über einen Deal mit Stoddard gesagt. Ja, das hat er. Dann müsst ihr für mich in Nels Büro gehen und etwas finden, womit ich zur Dienstaufsicht gehen kann. Ich weiß, dass ein Hurricane angekündigt ist. Aber die Sache eilt. Geht klar. Scheiße! Das CSI war schon da. Was wollen wir hier? Wir haben ja nicht nach Beweisen gegen Stoddard gesucht. Wenn wir was finden, gehen wir direkt zu Dawes. Wenn die Dienstaufsicht Winter von Krieg, läuft alles aus dem Ruder. Du vertraust Dawes. Oder? Wenn Stoddard auffliegt, sieht das nicht gut aus.
Er hat Dreck am Stecken, das weißt du genauso gut wie ich. Ich passe hier auf. Du gehst rein. Finde was, womit wir ihn drankriegen können. Gern. Oh ja. Also ob das wirklich nur ein Test sein soll, ne, das ist jetzt natürlich eine gute Frage. Sie könnten ja auch sagen, hey, das sagen sie nur, ne, um sich vielleicht selber den Schneiders den Arsch zu retten. Das natürlich auch möglich. Meinst du, Stoddard hat Freunde mal gucken, ob wir jetzt hier irgendwie ein paar... Vermutlich. Korrupte Cops halten zusammen. Ah. Hoffentlich haben sie keine Beweise vernichtet. Wäre keine Überraschung. Stoddard ist ja kein Idiot. So, hier haben wir auf jeden Fall eine Markierung. Das heißt ja, hier sollte dann auch irgendwo etwas sein. Irgendwo halt, ne? Oh. Können wir da oben vielleicht auch noch was durchsuchen? Ne, da ist zu, okay. Also müssen wir hier unten gucken, ob wir da noch irgendwas finden. Hier irgendwo. Hm. Ist nur noch die Frage, wo hier was sein soll. Entfernung 15 Meter. Hm. Nee. Wo soll denn das sein? Die Richtung wird es kleiner, kleiner, kleiner. Jetzt wird es größer. So, jetzt kleiner. Jetzt wird es wieder größer. Ist es vielleicht doch eine Etage höher oder zwei Etagen sogar? Ist das möglich? Stimmt, wir waren ja hier noch eine höher. So. Ja, jetzt ist die Frage. 4, 3. Ja. LOL. Okay, creepy. So, und dann hier vielleicht auch noch was. Oder eben hier irgendwo. Das ist jetzt natürlich die umgehängt vor kurzem. Okay. Hm. Haben wir denn hier noch 23 Meter? Das Bild mal ab, ja. Oh, welchen Code? Okay. Hm. So, haben wir denn noch irgendwo was vielleicht? Ah, 10 Meter, könnte hier drin sein. So, ja. Okay, und das wär's. Oben.
Nee. Aber es hat gerade wieder vibriert, ne? Okay, den Code kann ich doch knacken. Ja. Wieso kriegt ihr das auf jetzt auf einmal hin? Versicherung, Aufnahme 1. Freitagabend, 14. August. Ich treffe mich mit Stoddard. Jetzt sollen wir unsere Zusammenarbeit so definieren, dass wir beide was davon haben. Ich denke... Stoddard. Hab ich dich. Okay. Mit Kite öffnen. Ich komm runter. Gut. Ich bin hier unten im Container. Im Container bist du, ja, ja. Sehr interessant. Sehr interessant, ja. Was gefunden? Nets und oh, ja. Stoddard auf einem Tonband. Jetzt haben wir was für die Dienstaufsicht. Remy hat seine Kohle irgendwo gehortet. Stoddard sucht sie bestimmt auch. Sieh mal da. Was zum Teufel ist das? Scheiße, die ich nicht verstehen will. Im Internet steht, dass Domo Roboto in der Palm Court Mall der einzige Laden in L.A. ist, der diesen Mist verkauft. Da hätte er sein Geld nie versteckt. Nein, deshalb habe ich die Adresse des Lagers besorgt. Vorbeischauen können wir ja mal. Wäre eine Möglichkeit. Mit Keiltreffen abgeschlossen. Und... ja... wir sind wieder in dem tollen Ladescreen, der schwarz ist mit einem blauen Pfeil, der lädt. Ja. Der ist sehr schön, ne? Ich sehe schon. Kleiner Tipp, geh nicht durch den Vordereingang. Wenn Stoddard ohne mich rauskommt, geh vom Schlimmsten aus. Mach ich sowieso. Ja, also... so will ich da jetzt auch wieder nicht, ne? So, mal ganz ehrlich. Weg, die Zentrale meldet einen verdächtigen Van. Ich folge ihm, okay? Ja. Okay, alles klar. Bleib in Kontakt. Mach das. Toller Zeitpunkt für einen Hurricane. Stimme ich dir auch zu. Schöner Zeitpunkt. Können wir ja beide nichts dafür. Aber es lenkt vielleicht für irgendwelche Scheiße ab. Ja, da kommen wir auf jeden Fall schon mal nicht rein. Aber da kommen wir rein. Hände hoch! Los! Okay. Komm, okay. Komm, komm. Nein, scheiß Hände hoch hier. Und runter mit dir. Du bist schon nicht festgenommen. Sieht so aus. Ja. Okay, check das andere Gebäude. Scheint gesperrt zu sein. Nimm das Dach. Aha, guter Plan. Ja. Wir haben jetzt ja gar nicht die Seilrutsche dabei, ne? Können sie so machen, oder? So ist natürlich auch möglich. Ha? Komm schon. Scheißstelle wohl. Oh, da klappt es schon besser. Lass dich nicht erwischen. Wir wissen nicht, wie viele es sind. Ja. Was zum Teufel? Okay. Oh, okay. Wir warten jetzt, bis er kommt, und dann lassen wir den die Hände hochnehmen.
Keine Bewegung! Du bist verhaftet! Ja, kein Problem. Ja, kein Problem. Das würde ich auch mal sagen. Gar kein Problem, ja? So. Viel los. Achtung! Seht ihr das? Der Scheiße! So, ganz ruhig! Okay, ganz ruhig. Die Tür sieht doch perfekt aus. Ja. Wenn du Stoddard findest, lass ihn reden. Vielleicht verklappert er sicher. Ja, das wird er sich, hoffentlich. Alles safe, sehr schön. Leute, euer Gras ist mir scheißegal. Das ist in zwei Jahren ohnehin legal. Ich will einfach nur wissen, wer von euch verschiebt Nels Kohle? Das Geld hat er uns versprochen, Arschloch. Okay. Seit gestern bin ich euer neuer Boss. Kapiert ihr, was das heißt? Was sagst du denn, wenn du einen Fall löst und die Lorbeeren sackt plötzlich jemand anders ein? Dann würde ich das ausdiskutieren. Hm? Und das sollten wir auch tun. Hm? Oh Mann. Er ist mit ein paar Typen runter. Dann geh ihm nach. Was, ich soll ihm nachgehen? Das kann ich tun. Aber ich würde sagen, dass ich glaube, ihr wisst, was rauskommt. Das machen wir nämlich in der nächsten Folge wieder. Wenn es nämlich heißt, Let's Play Battlefield Hardline. Ich hoffe, es hat euch gefallen und dann sehen wir uns, wie gesagt, in der nächsten Folge wieder. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.